Als nächstes betritt die charmante, vierjährige Oldenburger Stute Giro d'Onore, zu Deutsch Ehrenrunde, als Katalog Nummer 18 den Laufsteg der diesjährigen PSI-Bühne. Diese feine junge Dame, welche im mittleren Rahmen steht, wird als zukünftiges Amazonenpferd die ein oder anderen Herzen höher schlagen lassen. Unter Reiterin Sina kommt sie hier schon eindrucksvoll in großen Tritten zu uns getrabt. Großzügig präsentiert sie sich bei gut korrespondierender Vor- und Hinterhand. Auch im Galopp steht sie bei feinster Anlehnung schön vor den Hilfen ihrer Reiterin. Vater Gray Flanell steht somit nicht nur mit Katalog Nummer 1 Global Power eine Top-PSI-Offerte, sondern setzt mit Giro d'Onore ein weiteres Ausrufezeichen. Unter Lena Waldmann, bereits bis zur Grand Prix-Klasse gefördert, führt Gray Flanell das begehrte Blut des Gribaldi in sich. In Verbindung mit Mutter La Fermosa von Fürstenball, weiterführend auf Rohdiamant von Feinbrand, ergibt sich die gelungene Anpaarung eines vorzüglichen Reitpferdes, wie es Giro d'Onore hier demonstriert. Mutter La Fermona brachte unter anderem die PSI-Kandidatin aus dem Jahre 2018, Dana Rosso von De Niro, ebenso wie den gekürten Foundboy, welcher anlässlich der Weltmeisterschaften für junge Dressurpferde in Pferden in diesem Jahr in der Altersklasse der 7-Jährigen für Furore sorgte. Giro d'Onore konnte dieses Jahr auch bereits erste Turniererfahrungen sammeln und wird bei dieser Veranlagung und dem damit verbundenen Potenzial sicher in Zukunft bei jeder Ehrenrunde mit von der Partie sein.